Und da sind wir wieder. Ostermontag hier in unserem Easter-Special. Für alle, die sich jetzt fragen, machen die das wieder regelmäßig? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es mir noch nicht überlegt. Und mit den Jungs auch noch gar nicht irgendwie was besprochen oder abgesprochen oder angesprochen oder sonst was. Ich habe einfach nur gesagt, habt da Bock auf ein Easter-Special? Ich muss an der Stelle auch sagen, es hat mich dieses Jahr hart getroffen. In vielen Bereichen. In vielen Privatbereichen. Familiär bedingt eine sehr schwere Krankheit, die sich bis jetzt noch hinzieht, auch wenn es da zuletzt interessante Wendungen gab. Arbeitstechnisch seit ungefähr 6-7 Monaten, dass sich vieles geändert hat. Das nur mal, das wollte ich übrigens als Eingang. Können wir nochmal zurückspulen? Ich wollte das in die allererste Folge. Ich wollte Mitleid erregen. Nein. Kannst ja ein Intro sprechen, bevor du die erste Sendung auch erlädst. Oh, ich mache einen Trailer. Nein, das nur als Erklärung, warum ich da vielleicht dann, ich möchte jetzt einfach mal behaupten, ich war auch in den letzten Monaten eher so die Jeb und ich, habe ich so das Gefühl, die treibende Kraft, dass immer mal wieder gefragt wurde und gesagt wurde, ja Puffy, du auch sehr seltener, Bolti sowieso so gut wie gar nicht, immer mal wurde gefragt, was ist denn jetzt, wann wollen wir talken und Fabi hat ja gar nichts mehr gesagt, schon seit sehr vielen Jahren. Tonno konntest du ja gar nicht mehr ansprechen, da kam ja nur irgendwie, Montag ist schlecht, Dienstag ist schlecht, Mittwoch ist ganz schlecht, Donnerstag ist schlecht, da bin ich GTA, 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 GTA. Und so haben sich dann auch die Prioritäten verschoben. Und das ist auch bei mir, wenn auch vielleicht, ich war einfach platt. Jetzt habe ich Urlaub und deshalb kam ich auf dieses Easter-Special. Aber ob das ihr, ne, ich wusste, irgendwann werden wir nochmal was aufnehmen, teilweise oder vor ein paar Monaten war ich immer mal kurz davor, WhatsApp zu schnappen und den Puffy mal anzuschreiben und sagen, wollen wir mal eben kurz eine Folge machen irgendwie. Das hat jetzt nichts gegen die anderen Jungs irgendwie, aber bei Puffy weiß ich, dass der abends meistens eine Stunde verfügbar ist. Der hat mich schon hin und wieder gekitzelt. Aber es ist auch nicht so, dass es mich jetzt so belastet hat, dass ich die letzten Monate gedacht habe, boah, schade, dieses Projekt hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Das hat es meistens. Aber ich habe jetzt auch nichts vermisst. Ehrlich gesagt habe ich die freie Zeit auch echt gegönnt, genutzt und gebraucht. So, Leipzig, ach. Ja, jetzt hast du so schön und jetzt kommt Leipzig. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ja, Leipzig. Mit Tedesco. Ja, mehr. Ja. Ist ja auch kein, ja, er ist halt, ja. Darf ich? Du darfst immer. Sachen sagen. Ja, bitte. Oder ich versuche es kurz zu fassen. Tedesco, die gleiche Pfeife wie bei Gelsenkirchen, spielt genau den gleichen Antifußball wie bei Gelsenkirchen, schummelt sich mit Antifußball durch die Liga und ist nächstes Jahr weg. Das war zu Leipzig. Ah, ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr weg ist. Naja, auf Schalke wurde er Vizemeister und hier hat er sie auch wieder von irgendwie 10 auf 4 gebracht. Können wir mal über diese Gelsenkirchen-Vizemeister-Saison nochmal intensiv diskutieren? Muss das sein? Das ist ja wohl ein Witz gewesen, oder? Gäbe es damals schon die Expected Goal Statistik, ja? Wäre Gelsenkirchen über die gesamte Saison, wo sie Vizemeister geworden sind, hätten die einen Expected Goals Durchschnitt von 0,5 gehabt. Das weiß doch bis heute keiner, wie die Vizemeister wurden. Ja, du lernst doch im FM schon Expected Goal, wenn du am wenigsten hast, gewinnst du auch. Ja, du ja. Ja. Also, diese Saison. Viele sagen auch bei Dortmund momentan, das ist genauso so eine Saison wie als Gelsenkirchenmeister. Nein, wir sind nicht. Auch wenn Dortmund auch tatsächlich über ihre Expected Goals, ist sowieso ein Scheißwert davon ab. Leipzig waren wir. Ich glaube nicht, dass er weg ist. Das funktioniert mit Tedesco und Leipzig und die Art und Weise, da Fußball zu spielen. Das ist aber auch relativ einfach erklärbar, warum es funktioniert. Weil einige Spieler momentan richtig liefern. Genau, weil da halt... aber ein Nkunku wird weg sein. Qualität im Leipziger Kader ist halt nochmal so viel höher als die Schalke damals hatte. Darum funktioniert es und wird es auch längerfristig funktionieren. Also, dass die Punkte holt einfach dieser Kader. Ja. Selbst wenn du so ideenlos eigentlich spielst, aber wenn du halt, müssen wir dir sagen, einer der Stars oder vielleicht der Stars schlechthin diese Saison in der Bundesliga spielt hat in Leipzig mit einem Kunku, der ja alles in Grund und Boden ballert. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ist so. Ja, wird der im Sommer weg sein? Ja. Ich hoffe es. Also ich muss sagen, was mich bei Tedesco extrem nervt, ist, sobald ich diesen Mann sehe, dann ist mal so die Frage, wie arrogant wollen sie auftreten? Ja. Okay. Ja gut, aber das also scheint... Ich habe, glaube ich, keinen Trainer gesehen, der direkt im ersten Blick einfach nur sowas von arrogant wirkt. Ach, finde ich nicht. Na, er sieht halt komisch aus. Ich glaube, das ist aber mittlerweile so eine Einstellungsvoraussetzung bei Leipzig, weil der von Salzburg wirkt jetzt auch so ein bisschen gelackt, oder?
Der Jeißle. Ja, also ehrlich, es scheint so zu sein, dass man so jetzt wirken muss. Das ist das neue Branding bei Red Bull. Hm. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich gucke mir den Tedesco nicht so oft an. Und schon gar nicht ins Gesicht. Ja, machst alles richtig. Trägt der kurzärmelig und Mützchen? Nee. Dann würde ich ihn noch im Fokus haben. Dann muss er einen guten sein. Ja, Leipzig hat sich ordentlich gefangen, ne? Ich glaube, Rückrundentabelle müsste ich jetzt gucken, aber werden wahrscheinlich ziemlich weit oben sein, wenn nicht sogar Erste, genau. Die sind Erste, sind 3 Punkte vor Dortmund und dann irgendwie... Das sind die 3 Punkte, die sie gegen Dortmund dann direkt geholt haben. Spielen die noch gegeneinander? Nee, haben sie. Hat Dortmund ja dann verloren, haushoch. Stimmt, das war ja dieses 4-0 oder sowas, wo sie dann irgendwie... 4-1, glaube ich. Ich hab ja, aber haben irgendwie 4-0 geführt gehabt. Ich habe, glaube ich, noch 3-0 ausgeschaltet. Nee, 3-0, 3-1, 4-1 dann, glaube ich, als der Dings da, der Olmo, glaube ich, das Ding noch unter die Latte nagelt. Da waren sie sehr effektiv übrigens auch, Leipzig im Spiel. Und Tedesco, toll oder nicht toll, Diskussion lasse ich mal aus der Frage, aber sie hatten dann einen Plan. Ne? Also ich glaube, Dortmund war ein bisschen überrascht, dass Leipzig nicht da direkt von der ersten Minute ins Pressing gegangen ist. Mussten auch gar nicht. Leipzig hat einfach gesagt, lass die Krüppelnden mal spielen, können die eh nicht. Und sobald wir dann vorne den Ball leichtfertig bekommen, können wir einfach umschalten. Genauso ist es gelaufen und bum, 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 sah Kacke aus dann für Dortmund. Das nur dazu. War alles gewollt. Das war gewollt. So wie sie da aufgetreten sind, war es gewollt. Nee, von Dortmunder Seite her. Ach so, meinst du das? Ja, klar. Erklärst mir dann gleich, warum das so gewollt war und allgemein, warum die Saison so gewollt war, aber ich bin da sehr interessiert dran. Leipzig! Will keiner, ne? Naja, also sie werden, ich glaube, sie werden am Ende Dritter werden. Ich glaube, sie fangen Leverkusen noch. Spiel hat eine starke Rückrunde, punktetechnisch. Haben halt überragende Qualität im Kader. Aber ist halt Leipzig, also man mag sie doch nicht, oder? Nächste Saison Adeyemi zu Leipzig? Na, ich habe nur gehört, dass Herr Matischitz das versucht, irgendwie mit roher Gewalt, ne? Aber, ja. Aber Herr Adeyemi ist nicht möchte. Ja, aber was seltsam ist, oder? Ich meine, die beiden Vereine sind doch komplett voneinander unabhängig. Ja, der eine hat einen Bullen und der andere 2 Bullen. Zum Beispiel. Aber wenn man da so die Gerüchte hat, dass er sagt, ja gut, wenn er denn jetzt nicht nach Leipzig geht, dann kostet er 45 und wenn er nach Leipzig geht, kostet er bloß 20, das ist natürlich schon witzig, ne? Ist also Marktwert. Alles erlaubt, oder? Ja, klar. Ja, die Spielchen haben sie doch früher schon gemacht, wo Leipzig noch irgendwie in der dritten Liga war, haben sie dann Spieler innerhalb Österreichs, hätte irgendwie 5 oder 10 Millionen festgeschriebene Ablöse gehabt, haben dann nach Leipzig verkauft, weil er da nur 1 Million gekostet hat und haben dann nach Salzburg ausgeliehen. Ja, klappt alles. Aber wie gesagt, zum Glück sind diese Vereine komplett voneinander unabhängig tätig. Schwein gehabt. Aber wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Da werden wieder einige folgen. Was ist mit Szoboszlai? Enttäuscht, Puffy? Oder sagst du, hat halt Pech gehabt? Ich hab das nicht so auf dem Schirm gehabt, dass der scheint ja relativ verletzungsanfällig. Er hat ein bisschen Aua gehabt, ja. Man hat immer wieder Aua und hat dann so ein paar Aktionen, wie du wieder denkst, gerade so, wenn er mal so Freistöße macht oder so, denkst du, boah. Aber insgesamt habe ich mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Dachte, der würde durchstarten dieses Jahr. Frankfurter Fraktion, Silva? Unter Marsch hat er überhaupt nicht funktioniert. Unter Tedesco funktioniert er jetzt langsam wieder. Geht so, ne? Also er macht seine Tore. Also mittlerweile steht er auch schon wieder 2-stellig bei Toren, sobald ich das irgendwie im Überblick habe. Hm. Also irgendwie stolpert er dann halt doch seine Tore rein, macht dann halt auch noch seine Elfmeter-Tore. Ja. Außer in der Euroleague. Mir fällt es echt ein bisschen schwer, hier interessante Themen zum Thema Leipzig wieder hervorzubringen. Um euch zum Diskutieren zu bewegen. Nkunku hat mal gesprochen, der ist halt überragend. Ja. Punkt. Das ist einfach so. Die Frage ist eigentlich wo der hinwechselt. Wahrscheinlich irgendwo England und dann Liverpool oder sowas. Was ist mit dem Verfall ist schon hart, aber was ist mit dem Leistungsrückschritt von Angelinho? Wie ist das passiert? Na gut, unter Marsch war halt auch ein bisschen systembedingt. Unter Marsch war halt Marsch. Haben wir nicht auch im Sommer gesagt, irgendwie, das klappt nicht? Ich hatte gedacht, das funktioniert. Ah, du, okay. Glaube ich. Dann warst du der Ahnungslose in der Runde. Ja. Weil, aber... Na gut, du hast Leipzig... Komisch, der hat ganz komisch. Moment, Pavi, du hast Leipzig ja auch als Meister getippt. Ja, selbstverständlich. Ja, was habe ich dir gesagt? Ja.
Ich habe gesagt, er wird sogar noch Dortmund Meister, als das Leipzig Meister wird. Mhm. Das hätte, ja, hätte man den Gotti vertrauen müssen. Ja. Jetzt sage ich aber, nächste Saison kann das ganz anders aussehen. Ich habe Magenschmerzen. Saison, also, da wird Dortmund. Magenschmerzen, solange Tedesco da rumläuft. Wir kommen ja gleich noch zu den Bayern. Einen da drüber. Einen da drüber nur, okay. Naja, drei über Leipzig. Ach, drei drüber, ja, zu den Bayern, genau. Und du wirst dann darüber mit mir genauso diskutieren, dass es bröckelt und die Gefahr, dass Bayern, den wir als Branchenprimus aber brauchen, eben damit Leipzig in den nächsten Jahren nicht auf 1 enden wird, diskutieren? Ja, vielleicht. Ja, ich auch. Die Bayern sind mir echt ans Herz gewachsen. Ich habe das Gefühl, da zerfällt gerade was in München. Und oh ja. Klingt erstmal geil, aber im Hinterkopf hat man halt ja, die Sorge, dass dann irgendwann mal dieses Konstrukt es geschafft hat. Nun gut, dann möchte ich jetzt ja auch nicht irgendwie noch forcieren, forsbergieren. Forsberg leistet auch nicht mehr, ne? Was ist eigentlich mit Paulsen? Auch nicht mehr so, ne? Schmutzspieler. Er wird immer mal wieder eingewechselt. Ja, aber so eine Bedeutung hat er, glaube ich, nicht mehr so richtig, ja, ne? Braucht kein Mensch. Leverkusen! Brauchst du Leverkusen, Bolti? Natürlich nicht, sollen absteigen. Sollen sich einfach löschen. Das wird eng. Sollen löschen. Warum hast du denn die Leverkusen? Ja, ist halt eine Retortenmannschaft. Also. Wie Wolfsburg, Leipzig und alle anderen Konsorten auch. Möchte einer was zu Leverkusen sagen? Etwas, was jetzt noch nicht gesagt wurde. Ja, mich nerven sie. Die Art und Weise, wie Leverkusen spielt, ist das, wie was zu erwarten war, oder? Wenn du den Kader anguckst, jetzt haben sie natürlich auch ein paar Verletzte, aber halt wahnsinnig Tempo. Muss man sagen. Also Leverkusen ist, glaube ich, im Umschaltspiel das schnellste der Liga. Wenn sie dann mit Frimpong und Diaby und wie die Flotten alle heißen, kommen. Darüber machen sie halt viele Tore und dazu haben sie dann manchmal halt noch die Komponente, wo er gespielt hat mit Wirtz, der dann schon ein paar Sahnestückchen raushaut und dann machen sie halt die Punkte, also holen halt eine Menge Punkte. Ist aber halt Leverkusen, ne? Ja, so. Heißt, oder sie holen sie halt nicht. Naja, aber man kann sich manche Spiele bei Leverkusen schon angucken, man weiß aber, absolut, was kommt. Ja. Und sagen wir so, wie es ist, im Laufduell, wenn du halt auf der Seite spielst gegen Diaby und gegen Frimpong als Außenverteidiger, kannst du dir die Karten legen, ne? Also. Kannst du dir die Karten tot, ne? Legen, hallo? Die rennen dich tot. Ja. Ist halt so, also. Ich möchte mal bei Leverkusen über Paulinho mit euch reden. Ja, der kommt jetzt langsam wieder. Kommt der langsam wieder? Ist auch verletzt ewig, oder? Ist der nicht auch so ein Nein, der er ist ja zu Leverkusen gekommen und hat sich... Er ist ja irgendwie gekommen, hat sich alles genau da weggerissen, glaube ich. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, schade, hätte ich mal gerne gesehen. Ist es jetzt so, dass er jetzt langsam kommt? Ich habe ein paar Spiele, wenn ich mal gesehen habe, dachte ich, naja, er ist halt da. Vielleicht also, braucht er noch, oder? Also gefühlt ist er ja mehr oder weniger die ganze Saison fit. Ja. Also ich sehe ihn halt ja überall Dings. Dann war ich immer ohne Einsatz im Kader, im Kader. Dann hier mal 4 Spiele hintereinander ohne Einsatz im Kader. Also er hat kein Spiel die Saison gefehlt. Okay. Dann muss man einfach sagen, dann ist er halt sowas von klar im Schatten von Diaby. Hm. Absolut. Der stellt ihn halt bloß. Ja, und Wirtz kam mir gerade beim Puffy, vielleicht war das nicht beabsichtigt, ein bisschen unglückliche Verletzung. Ja, gut, die Verletzung ist... Dass der Junge gut ist, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Genau. Das ist halt fatal, ne? Das war für mich jetzt, bei dem, was du gesagt hast, nicht deutlich genug. Ich finde, nee, durchaus der, schon... Der Junge hat was Besonderes, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Ja. Das ist einfach so. Hauch Unterschiedsspieler, auch diese Saison, oder vor allem auch diese Saison gewesen. Der Schick so gut funktioniert hat. Ach, komm, das ist immer noch eine Pfeife. Es tut mir leid. Das ist eine sehr große Pfeife. Ah, danke. Ja, dann halt Pfeife, wie diese Tore schießt. Ja, ja. Weißt du, ich habe bei der Gnabry-Diskussion, die ich irgendwann mal geführt habe, ne, wo er jetzt dann einen Vertrag erwartet, irgendwie mit 16, 17, 18 Millionen. Kommen wir nachher noch zu. Mir geht es auch darum, Scorerpunkte. Weißt du, ich nehme wahrscheinlich eher einen Spieler, der bei Greuther führt, irgendwie die Saison mit 15 Scorerpunkte beendet, als so ein Schick, der dann seine Tore bei Leverkusen macht, wo du wirklich dann Tempo über Außen hast. Ich meine, nee, Schick geht überhaupt nicht. Das ist, ich schwimmt mit und bei einem guten Verein funktioniert er, packt den mal irgendwo, weiß ich nicht,
Ja gut, in Leipzig hat er nicht funktioniert. Na, Überraschung. Pack ihn mal bei Augsburg rein. Da wird keiner über Schick reden. Glaube ich nicht. Ich sag, das kannst du ja mit vielen Top-Spielern machen. Nimm einen, keine Ahnung, Müller oder sowas und steck den bei Fürth rein. Das, er wird da auch nicht irgendwie seine Scorerpunkte machen. Doch. Da denke ich doch. Ganz andere Mentalität, ganz andere Spielart. Doch. Ich glaube, der wird da das Team auch besser machen. Ja, aber der wird in der Saison irgendwie fünfmal gelb-rot sehen, weil er ein Hampelmann ist. Weil er dann halt nicht mehr den Bayern-Bonus hat. Das ist richtig. Aber trotzdem, nee, ich finde Schick ist komplett nicht meins. Aber auf der anderen Seite habe ich Schick aber auch international gesehen, wo er wieder ein ganz anderer Spieler war. Da war schon ein Hauch besser. Immer noch nicht gut, aber ja gut, ich brauche ja gar nicht so viel über Schick reden. Es gibt Dortmund-Gerücht Schick, wo ich dachte, nein, auch nicht. Bitte, weg. Irgendwie bei 80% der Gerüchte hast du irgendwie so die Tendenz nein, oder? Ja. Das ist richtig, lieber Jeb. Leverkusen. Gut, eins muss man bei Leverkusen sagen. Ich habe einen noch vergessen. Der Wechsel von Andrich hat sich, glaube ich, von Leverkusen. Der hat sich gelohnt, ja. Also der passt halt da rein. Der ist der Chef im Mittelfeld, würde ich sagen, oder? Wichtiges Element auf jeden Fall, ja. Und auch nicht ganz blind, gerade bei Freistöße. Ja. Kann er auch, der Penner. Ich hatte ihn nicht so eingeschätzt, dass er wirklich sich bei Leverkusen im Zentrum da durchsetzt. Habe ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Oder so. Na gut, was hast du im Zentrum da noch? Da sind da auch nur noch Blinde, ja, oder? Ja, gut, hier Demi bei ist eine Pfeife. Was hast du da noch? Ja, Amiri. Eine Pfeife. Ja, Palacios, ja, gut. Oh, Palacios ist, ja. Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass der Verstehe, bei Leverkusen so dieser dominante Stammspieler ist. So ist er im Zentrum. Wichtiges Element wird, ja, definitiv. Ja. Baumgartlinger hast du auch nicht. Oh, hast du auch noch. Ja, aber der ist ja momentan spielt ja keine Rolle mehr momentan, ne? Ja. Es ist erstaunlich, ne? Der hat auch ordentlich einen Schritt nach hinten gemacht. Oder hat er auch Verletzungen gehabt? Baumgartlinger ist einfach alt. Ja, genau, der geht ja auch Ende der Saison. Also ist der echt schon so alt? Ja, der 34. Ja. Oh, okay. Weiß noch, ach wo so. Der bei 68 rumlief. Also der muss so alt sein, ja. Ich wollte den Baumgart von Hoffenheim, glaube ich, bei Leverkusen, den hatte ich dann irgendwann mal schon angepackt, ne? Bei Hoffenheim heißt Baumgartner. Baumgartner, ja. Der ist 22 oder so. Ja, den habe ich irgendwann mal hab ich gesagt, pass auf, der geht zu Leverkusen. Hat sich nicht bewahrheitet an der Stelle. Oh. Noch nicht. Noch nicht? Oh. Jepp. Hashtag Hoffnung für Gotti. Leverkusen? Noch irgendwas? Nein? Gut. Bayern. Ach nee, da kommt noch was. Da kommt noch was, aber eigentlich weiß auch keiner warum. Dortmund! Bolti, mach du mal. Nee. Mach du. Ich? Also, bei Dortmund gibt es nicht wenige, die jetzt schon seit Monaten Rose als Grund hervortun, warum es so ist, wie es ist. Viele bemängeln halt, dass es ja es gibt keinen Plan. Man sieht keinen Plan, man sieht kein System, man weiß nicht, was eigentlich die Idee hinter all dem ist und gibt Rose die Schuld. Ich möchte das an der Stelle ein bisschen relativieren. Ich werde Rose gleich noch kritisieren für einige Dinge, aber garantiert nicht dafür. Weil im Grunde stellt sich die Mannschaft eigentlich immer selber auf. Ich finde es erstaunlich, wie viele Muskelverletzungen man in dieser Saison aufweisen kann. Gratulation dazu. Und da machen wir jetzt auch schon den Bogen. Für mich, der Grund, wir können jetzt natürlich noch 20 Trainer testen mit fast immer den gleichen Kader. Die Konstante ist aber für mich als möglicherweise nicht ganz blinder, Mannschaft an sich. Ich glaube, dieser Haufen ist so unprofessionell, ja. Ich glaube nicht, dass da jemand irgendwie abends dann sitzt, auch in der Corona-Zeit oder gesessen hat und gesagt hat, okay, jetzt wird er Jadon Sancho gleich genannt, der ist ja dann wirklich mal joggen gegangen. Aber alle anderen werden da nicht sagen, auch abends hier, ich werde mal ein bisschen joggen gehen, ich halte mich richtig fit, ich arbeite jetzt auch nochmal außerhalb des Trainings irgendwie an mir und werde mich verbessern. Nein, es ist ein fauler Kackhaufen an Fußballern. Nicht alle. Aber das Problem ist, die Reihe, wo ich einfach nur noch mit dem Kopf mittlerweile schüttel, ist, oder die Anzahl ist einfach so extrem gewachsen in den letzten Monaten. Und wie man dann den Trainer die Schuld dafür geben kann, keine Ahnung. Für mich ganz klar Kappe, oder müssen das die Spieler auf die Kappe nehmen. Dortmund ist, oh, das macht überhaupt keinen Spaß, gerade da diesen Haufen da rumlaufen zu sehen, werden immer die gleichen. Viele meckern über die Verteidigung. Für mich fängt das schon ganz, das Problem ganz woanders an.
dass die Verteidigung nicht gut aussieht, das kommt noch dazu, ist doch der Bonus, der Joker. Gibt ganz andere Baustellen, ich weiß nicht. Für mich, ich glaube, man müsste den Kader hart umkrempeln, um ihn Rose tauglich zu machen. Und jetzt kommt die Rose-Kritik. Rose wirkt nicht für mich als ein Trainer, der da sagt, jo, wenn die Schublade nicht passt, mache ich mal die anderen drei auf, denn da habe ich auch noch einen geilen Masterplan. Überhaupt nicht. Anscheinend vollkommen festgelegt, auch in seiner Art und Weise irgendwann mal spielen zu wollen. Was Terzic zum Beispiel zugute kam, dass er irgendwann mal gesagt hat, jo, ich würde gerne mit dem Kader so spielen. Hat nicht geklappt in seiner Übernahme nach Favre. Aber nach 4-5 Spielen hat er dann es geschafft, die Spielweise auf den Kader umzumünzen oder eine Spielweise oder sich dem Kader anzupassen bei der Spielweise und zu sagen, dann spielen wir halt so, was übrigens der Favre-Spielweise damals nicht unähnlich war. Das schafft Rose überhaupt nicht. Rose ist da überhaupt nicht flexibel zu sagen, okay, ich habe einen Kader, der ganz wild zusammengestellt wurde. Das heißt, ich muss jetzt gucken, was ist denn jetzt die gemeinsame Stärke irgendwie, die ich aus diesem Kader rausholen kann. Oder Mokoko noch eine Rolle? Ja, jetzt ist gerade verletzt. Also Mokoko ist für mich ein Phänomen, wenn es wirklich so war, wie es in den letzten Wochen und Monaten kommuniziert wird, dass er stinkig ist über seine Einsatzzeit, kann ich nur fragen, hast du denn noch alle, Junge? Sei mal gesund, du Stück Scheiße. Dann reden wir darüber über Einsatzzeit. Und wenn du Einsatzzeit bekommen hast, warum hast du sie verdammt nochmal nicht anständig genutzt? So. Auch so ein junger Spieler, der so gehypt war und das in den Kopf bekommen hat, wo ich einfach denke, Junge, komm mal wieder runter. Red doch mal bitte mit Herrn Addo ein bisschen über Fußballkarriere und dass du mal wieder zurückkommst. Der ist doch nicht da. Was bin denn in Vereinserzeiten? Ja, dann war er vor einer Verletzung zurück irgendwie Anfang des Jahres und hat dann Finger ins Auge bekommen und fiel wegen einer Augenverletzung aus. Dann war er wieder zurück, dann hat er wieder was anderes gehabt. Dann war er wieder zurück, dann hat er wieder... Was wollt ihr denn spielen lassen? Wann? Vollidiot. Ehrlich, geht mir richtig auf den Sack. Wenn es so war, wie es war. Na, aber du hast ja schon richtig gesagt. Er wurde von außen zu sehr gehypt. Ja, kommt. Wie gesagt, er war dann halb verletzt. Wie soll ich ihn denn spielen lassen? Ja gut, er hat halt von außen die Flausen in den Kopf gesetzt gekriegt, ist er halt irgendwie der Firmastar sein wird, der besser als Haaland ist am Ende und ja, er muss spielen und daran glaubt er halt. Habe ich gesehen, als er dann gespielt hat. Also, ne, nicht falsch verstehen, für mich ein ganz normaler Prozess, dass er nicht in die erste Liga dann kommt, Einsatzzeiten bekommt und dann alles kurz und klein bombt, das war mir schon klar. Aber was geht jetzt in seinem, wenn es so ist, in seinem kleinen Kopf vor? Chill doch mal, warte doch jetzt noch mal ein halbes Jahr und du wirst deine Zeiten bekommen, wenn du denn fit bist. Weil verletzt wird dich keiner aufstellen. Auch irgendwo anders nicht. Vollidiot, wenn es so war. Kommen wir zum nächsten Vollidioten, Mr. Erling Haaland. Richtiger Vollidiot. Ah, ganz Dortmund wartet, fast ganz Dortmund wartet mittlerweile darauf, dass du Pisser endlich sagst, wo du hingehst. Egal wo es ist uns mittlerweile scheißegal, du bist sowieso ablösetechnisch gedeckelt. Hauptsache, du gehst. Weil, weißt du was, Anfang des Jahres hast du dem Verein noch einen Vorwurf gemacht, dass der Verein gesagt hat, nimm mal, wir wollen jetzt irgendwann mal von dir eine Entscheidung haben. Da hast du gesagt, ich möchte mich aufs Fußballspiel konzentrieren. Wann ist denn das der Fall? Arschloch, geh. Was spielt ihr denn für eine Grütze? Es ist schon kein Wunder, dass viele Vereine international sagen, ja, vielleicht jetzt doch nicht mehr der beste Mann. Was kommt Real eigentlich irgendwann mal um die Ecke und sagt, oh, der ist eigentlich ganz interessant. Alter, ihr habt ja einen geilen Stürmer. Ihr braucht diesen Lutscher nicht. Wie viel Prozent der Spiele war Erling Haaland verletzt in dieser Saison? Und dann noch Remy Demi machen und hier den zusammen. Und jetzt ist er wieder da und sie ist dann, oh, dann laufe ich da mal an, da man. Dann hat der 100%ige Chancen, die er komplett auslässt und so weiter. Sehr hilfreich. Weißt du, wisst ihr, was das Problem ist? Wir bleiben auf den Spacko sitzen im Sommer. Der geht nirgendwo hin, wenn wir Pech haben. Weil alle gesehen haben, okay, was haben wir von einem Stürmer für so viel Kohle? Raiola und Family wollen 50. Ist das richtig? 50 Millionen? Prämie. Für sich. Beraterprämie. 50 Millionen. 75 Millionen Ablöse und ein Gehalt will er auch noch ein fürstliches. Was rechtfertigt das? Also, wir brauchen nicht darüber reden, dass er durchaus Qualitäten hat. Die hat er bewiesen. Auch wenn er in einigen Belangen berechenbar ist. Du kannst ihn anständig verteidigen. Er muss sich noch weiterentwickeln. Und das könnte er wahrscheinlich auch. Aber bitte nicht mehr beim BVB. Ich möchte ihn nicht mehr sehen. Also die letzten Spiele darf er gerne noch hier rumhüpfen, ja, wenn er denn fit bleibt. Aber ich halte da, also mich schmerzt dieser Abgang überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe vor
vielen Monaten schon gesagt, wenn ihr mich fragen würdet, du musst einen abgeben, Erling oder Bellingham, habe ich direkt gesagt, ja, Erling, kein Ding, weg. Er kann gerne, also wenn er sich wieder auf diesen Verein einlässt, wenn er mal vielleicht fit bleiben würde, gut, das ist ja noch viel Pech oder so, dann ist er ein guter Stürmer und für Dortmund auch ein ausreichend guter Stürmer. Aber was sind das denn für Gedankengänge da schon an Mailand oder Madrid, Hauptsache Manchester? Das hat er nicht gerechtfertigt, vor allem nicht in dieser Rückrunde. Gar nicht. Und das bringt er mit in den Verein. So, und das nervt mich. Kann er privat machen, ja, habe ich kein Problem mit. Aber der bringt Unruhe rein und da habe ich auch überhaupt keinen Bock zu. Und dann dieses Kopf hängen lassen, wenn es nicht läuft. Wobei ich ihn da auch verstehe. Ich würde auch den Kopf bei diesem Verein oft hängen lassen, bei diesen Mitspielern. Ich glaube, Bellingham und Schulz gab es damals eine nette Szene, müsste international gewesen sein, wo er dann ihm einfach auf dem Feld gesagt hat, immer hier, keiner deiner Scheißpässe kommt an. Ja, das ist richtig. Würde mir auch um den Sack gehen. Aber statt Teil der Lösung zu sein, ja, einfach bockig zu sein, und das können momentan viele Spieler beim BVB. Nervt mich. Wenn ich diesen Rafael Guerreiro noch länger ertragen muss, fange ich mich an zu ritzen während der Spiele. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der gefühlt ein Self-Rating von sich macht auf einer Stufe mit Ronaldo und in der Realität so eine Larifari-Waschlappen-Mentalität da aufs Feld bringt. Wenn du ein Ronaldo sein willst, dann trainier auch wie Ronaldo. Der ist nicht umsonst in dem Alter immer noch topfit. Der läuft seine Kilometer nach den Trainings im privaten Bereich auch noch. Du garantiert nicht, fauler Hund. Ah, dieser Feind riecht mich so auf. Aber Rose ist schuld. Ja. Ich bin fertig. Hab das meiste gesagt. Der Rest kann bald jemand. War auch vielleicht zu gemein. Aber mir geht's halt auf den Sack, wenn die Spieler meinen, da irgendwie Unruhe noch reinzubringen. Brauchst du jetzt als allerwenigstes. Mukoku. Brauch Spielzeit. Halt die Fresse. Lass dich verleihen. Dann kannst du verletzt irgendwo anders deine Spielzeit nicht bekommen. Kannst du auch jammern. Dann sehe ich einen Renier. Wo Papa Renier auch sagt, na, mein Sohn müsste eigentlich, ist ein toller Fußballer, müsste eigentlich viel mehr spielen. Und jede Minute Spielzeit hat er ungenutzt gelassen, weil er eine Pfeife ist. Wir tippen da so hart, der Bolti schon wieder. Bolti, nee, möchtest du weitermachen? Ich war Mikrofon gemutet. Nee, ihr habt euch tippen sehen und landen. Komm, sag was, Bolti. Ja, du hast in fast allen Punkten recht. Richtig. Auch auf die Spieler bezogen. Emre Can! Emre Can habe ich vergessen! Emre Can! Über den wollen wir gar nicht reden. Vor zig Monaten gesagt hier, international, halt die Fresse, spiel anständig Fußball und hör auf, Sachen zu machen, die du nicht kannst. Unglaublich. So. Geh da mal ins Dribbling. Nein, geh nicht ins Dribbling, spiel den einfachen Ball. Entschuldigung. Könnte so einfach sein, ne? Aber da siehst du das Problem der Bundesliga. Selbst so ein Verein ist Zweiter. Was willst du denn jetzt sagen da? Ohne Witz, ich hab ja, ihr könnt ja die Expected Goals Statistik raussuchen. Dortmund spielt oder punktet über, absolut über ihre Verhältnisse. Und es ist wirklich so. 14 Tore mehr als haben sie gemacht, als was Expected Goals erwartet. Na gut. Das Problem ist ja, wenn du die jetzt noch abziehst, da du ja pro Spiel 60 Tore kassierst, hast du dann ein Problem. Ja. Es fällt mir halt schwer, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, yo, wisst ihr noch, das Spiel in dieser 21-22 Saison, Puffy, alles klar bei dir? Ja. Lädst du gerade da irgendwas durch, oder? Ich fahre Aber was war tratatatat? Ja, hör mir das auch noch an. Ich hab's ja gewusst. Ich genieße aber gar nichts mehr. Du guckst die Spiele und dann sagst du irgendwie, hey, unter Favre wäre das nicht anders gelaufen. Was ist denn jetzt besser als unter Favre, Bolti? Du wolltest ihn ja nicht mehr haben. Richtig, ich wollte aber Rose auch nicht unbedingt. Warum nicht? Es ist der scheiß Kader, der das Problem ist. Du kriegst ihn jetzt nicht korrigiert. Korrigier den Kader mal. Gut, man ist Birki jetzt losgeworden. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon mal der erste Step. Aber da gibt es so viele, was du eigentlich noch loswirst, wo du Ablöse generieren müsstest. Und das kriegst du gar nicht, um den Umbruch zu machen. Jetzt kommt Erling. Und jetzt zieht er den Scheiß noch raus. Und man sitzt hier und sagt, hör mal, der Schlotterbeck und der Adeyemi, mit denen sind wir in den Verhandlungen durch, die warten nur noch auf das Go. Wir können ihnen das Go nicht geben, weil wir die Einnahme vom scheiß Adler noch nicht haben. Das ist die Wahrheit. Und weißt du was? Der Schlotterbeck brauche ich auch nicht unbedingt.
Der ist nämlich auch für Böcke gut. Da wird nämlich auf den auch wieder eingeknüppelt. Ich meine, ich brauche ihn nicht aus, um ihn zu schützen, weil der Junge hat Potenzial. Der kann sich noch richtig zu einem der stärksten Innenverteidiger Deutschlands entwickeln. Aber nicht in Dortmund. Der wird auf den eingenagelt, wenn er das macht, was er die letzten Wochen macht. Bei Freiburg hat der auch seine Böcke drin. Jupp. Nicht zu knapp. Nationalmannschaft hat auch seine Böcke drin. Nicht zu knapp. Macht das in Dortmund, du bist geknüppelt. Na, dann kommt ein Zagadou zurück, wo ich jetzt auch sauer war irgendwann mal. Macht Fehler über Fehler, der wird eingeknüppelt. Dass der aber ein halbes Jahr verletzt war, interessiert keinen. Entschuldigung. Verletzung ist das nächste Thema. Was für eine Seuche. Das fing in der Vorbereitung an und zieht sich bis heute durch. War Rainer interessiert überhaupt kein. Zwei Spiele mal hintereinander fit? Wer? Rainer. Rainer, das ist der arme Junge, der tut mir wirklich leid. Der kommt aufs Feld, eine Minute gespielt, oh, raus. Ui, das ist ja nicht das erste Mal. Yep. Ich denke, was geht da? Und das ist auch Teil der Wahrheit. Ja, und was für ein Trainer willst du da? Da kannst du ja Guardiola auf die Bank setzen, der wird dann auch sagen, okay, das ist jetzt scheiße gelaufen. Ja, und dann guckst du auf die Bank und musst dann halt einen Brand bringen. Der macht dann noch zwei Tore, okay, keine Ahnung. Aber Brand ist auch wieder so ein Ding, wo du einfach denkst, boah, Junge, du hast so viel fußballerisches Können. Ja? Eigentlich musst du Brand vor jedem Spiel so fest auf den Kopf schlagen, oder keine Ahnung, was man mit dem machen muss. Elektrotherapie oder wenn der jetzt noch laufen würde und mal, auch wenn die Zweikämpfe gehen würde, wäre das ein Top-Fußballer. Das ist so. Ich habe da die Hoffnung, dass die Gunners da wirklich nochmal kommen und sagen, ja, 25 Millionen für den Brand machen wir auch. Das wäre Ablöse, die wir jetzt brauchen. Schlotterbeck nehme ich, aber ich nehme ihn nicht, weil ich weiß, dass der hier nur draufgeknüppelt wird. Dann soll er Bella Kotschap nehmen. Da werden sie nicht viel ausgeben und da können sie, keine Ahnung. Malen kam hier hin, war der Buhmann direkt bei den Fans. Ja. Der bringt ja gar nichts. Ich sage, beruhig doch da alle mal. Lass du erstmal die Leute ankommen. Ja, dann hat er sich gefangen. Und dann hat er auch das gezeigt, was ich von ihm erwarte. Und jetzt, ja gut, ist er dann halt auch, glaube ich, verletzt oder keine Ahnung. Ja, doch, er hatte doch irgendwie. Ja, irgendwie Muskelverletzung. Ich weiß nicht, Sehnenverletzung jetzt. Da planst du gar nichts durch. Was für einen Trainer willst du da hinsetzen, der mit diesem Kader, mit dieser Kaderzusammenstellung, mit dieser Verletzten-Seuche, mit dieser Uneingespieltheit. Machst du nichts und da erkennst du auch keine Handschrift. So, ich sage euch klipp und klar, jetzt im Sommer gucken, dass ein bisschen umgebaut wird und ein paar Rose-taugliche Spieler dahinstellen und dann gebe ich ihm 10 Spiele. Und wenn ich dann keine Handschrift erkenne, ja, dann ist er der Falsche. Aber jetzt, ich kann ihn noch gar nicht beurteilen. Was für ein Zeugnis willst du ihm ausstellen? Er agiert doch momentan nur. Er guckt, was habe ich denn heute da? Da kann ich ja dann mal aufstellen. Er switcht doch tatsächlich in Aufstellung. Und zwar so, was habe ich denn gerade da? Und was würde jetzt Sinn machen? Handschrift fehlt, klar. Aber ich wette, die haben ja auch, alle Spieler haben nicht mal 10% der Trainingseinheiten, die sie dann wirklich auch hatten, konnten sie dann noch irgendwelche Automatismen trainieren, weil die meisten ja gar nicht da waren. Ach komm, leg mir an. Ist egal. Der Verein nervt mich auch. So, ich hab fertig. Jetzt hab ich wirklich fertig. Vorerst. Bolti? Ich hab eine Frage an dich. Nein. Hab fertig. Doch. Doch, ich hab eine Frage an dich. Ja, komm mal schnell. Meinst du, der Wechsel oder der gezwungene Wechsel von Zorc auf Kehl wird irgendwas bewirken? Ja, wird er. Gut, ne? Das war fußballerisch diplomatisch geantwortet. Ja, er wird was bewirken. Und was? Ja, das hast du ja nicht gefragt. Doch, jetzt als Nachfrage. Ja, wie viele Fragen willst du denn stellen? Ich habe ein Problem mit Kehl. Aber kann trotzdem eine gute. Also, es ist erstmal wichtig, da jetzt einen Umschwung zu machen. Eigentlich müsste Watzke auch weg. Eigentlich bräuchte auch da einen Neuaufbau. Zorc hat viel gute Sachen gemacht. Zorc hat aber auch Sachen gemacht, wo der Verein lange drauf sitzen geblieben ist und jetzt auch noch sitzen bleiben wird. Einige Spieler. Die hat Zorc mitgeholt. Ich traue Kehl das harte Fußballgeschäft nicht zu, aber ich lasse mich gerne überraschen. Nur die Interviews, die er jetzt schon seit einem halben Jahr führt, denke ich mir einfach, ja, das ist ja nicht mal ein Sack Kartoffeln. Der könnte, das ist auch einfach mehr als nur Blabla. Ich warte darauf, dass Kehli irgendwann mal mit Mützchen kommt und kurzen, ach egal. Puffy! Ja? Gut. Jepp! Ja? Komm, jetzt sag noch was. Naja, du hast ja eine Menge gesagt. Ich glaube auch, dass Rose so ein bisschen Gefangener des Kaders ist, dass er nicht das umsetzen kann, was er möchte. Aber das hast du ja
oder hat ein Großteil von uns ja vor der Saison auch schon gesagt, dass dieser Kader nur bedingt tauglich ist für das, was Rose spielen möchte. Natürlich der Kritikpunkt, den du anbringst, dass er auf seine Art Fußball beharrt und nicht variabel ist, da kann man mitgehen. Und natürlich, dass auch ein paar Spieler sich vielleicht selbst überschätzen oder einfach auch zu bequem sind. Ja, okay. Mit Haaland hatte ich jetzt nicht so gesehen wie du, also diese Problematik mit diesem Transfer. Aber du hast natürlich recht, wenn man überlegt, das, was dort jetzt gefordert wird von ihm selbst als, ne, und natürlich auch von Raiola und seinem Vater, welche Vereine können das denn stemmen? Die auch einen Stürmer brauchen. Ja, die Stürmer. Drei Stück sind eigentlich nur die für mich in Frage kommen sollen. PSG will er nicht? Ne, genau, PSG will er nicht. Real sagt sich, okay, Benzema funktioniert schon und Nummer 1 ist eigentlich, wir wollen Mbappé und Man City. Bei Man City stelle ich die Frage, die Art und Weise, wie Man City spielt. Da passt er gar nicht rein. Eigentlich gar nicht. Da passt er überhaupt gar nicht rein. Das ist für mich die Frage. Ja. Und dann wird es ja eng, dann gibt es ja gar keinen Abnehmer für ihn. Gab es nicht jetzt das Gerücht, Mbappé jetzt doch nochmal irgendwie mit Geld zugeschissen wird? Und ja, das versuchen sie in Paris. Ich glaube, dass Mbappé innerlich entschieden hat, zu Real zu wollen. Ja, aber viele sagen, wie heißt der Hampelmann bei Real, der auch immer große Töne spuckt? Perez? Florentino Perez. Genau, Perez hat sich ja schon deutlich oft geäußert, Mbappé auf seiner Liste ganz oben und danach Erling. Wenn er beide nicht bekommt, ich glaube, da kann er sich auch nicht leisten. Nein, na gut, wenn Mbappé jetzt wirklich, wir sagen den Franzosen da, ja, wenn jetzt wirklich der sich auf dieses Geldspiel einlässt und sagt, okay, ich bleibe in Paris einfach nur des Geldes wegen. Dann muss Real Erling holen. Dann ist Erling die Nummer 2, dann holt man ihn vielleicht, okay. Dann muss er geholt werden. Dann bist du gezwungen, ihn zu holen, weil du irgendeinen großen Transfer tätigen musst. Weil du rausgehauen hast, die ganze Zeit, ja. Ja. Ich glaube, dann musst du ihn holen. Auch wenn du mit Benzema, naja, ist egal. Ja, das Schlimme ist, Benzema und Erling zusammen funktionieren halt nicht. Nö. Also es wird Ansage, dass es nicht funktionieren kann. Nö, das ist richtig. Eigentlich ein sinnloser Transfer, aber du musst es machen, ein Prestige-Transfer. Keine Ahnung. Was mit der Überlegung, wenn Lewandowski nach Barca geht und Haaland dann zum Münchner? Ja, du hast aber schon mitbekommen, dass die Bayern gerade auch ein bisschen Sparflamme machen. Da kommen wir gleich zu. Ja, da kommen wir, genau, das ist ein guter Hinweis. Also für mich, wie gesagt, gibt es nur diese drei Vereine, die in Frage kommen. Er hat von sich aus ja selbst ausgeschlossen, zum Man United zu gehen. Klar, aufgrund der Geschichte, die sie sich vielleicht leisten können. Wo man natürlich über sagen muss, welche sportliche Sinnhaftigkeit hatte, zum Man United momentan zu gehen. Auch nicht so da, finde ich. Der andere, der ihn sich Haaland auch leisten könnte, wären jetzt die Neureichen da aus Newcastle. Sportlich auch fragwürdig, momentan dahin zu gehen, noch. Also ist nicht so viel, ne? Ja, und er will ja das Gesamtpaket. Er will sportlich und finanziell. Ja, und da wird es dann interessant. Nochmal, die Gefahr steigt von Spiel zu Spiel, dass wir auf ihn sitzen bleiben. Aber ihr werdet nicht auf Bellingham sitzen bleiben. Nö. Weil, wenn ich das richtig gehört habe, hat gestern ein Herr von Man City verkündet, dass er am Ende der Saison nach Brasilien zurückgeht. Und zwar der Herr Fernandinho. Und genau auf der Position ist Bellingham zu Hause. Ja, in ein paar Jahren vielleicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht vielleicht denn doch irgendwie das große Geld bei ihm auch ansteckt. Er ist ein Vernünftiger. Er hat auch manchmal so 2-3 Mal, da hast du ja auch gesagt, diese Kritik an Schulz. Er hat ja innerlich recht. Aber das darf er natürlich so nicht machen. Doch, da war. Echt? Ja. Als 18-Jähriger? Darf er und muss er. Er dürfte auch hingehen in eine scheuern. Ja, ich meine, er hat ja komplett recht. Also, ja, also. Ne, dass die feststellt, aber muss man das so machen? Ist vielleicht... ja. Gucken. Ja, ich finde ihn gut. Ich finde, das ist auch einer, glaube ich, den du vorhin meintest, der auch privat vielleicht noch ein bisschen was für sich tut. Gehe ich von aus, ja. Und nicht noch zum Training fährt. Vielleicht, habe ich gesagt. Ich weiß es nicht genau. Und selbst wenn nicht, bringt er seine... Das Problem ist nur, er ist auch einer, der jetzt seit 3 Monaten einfach mal Pause bräuchte. Ja, klar, braucht er Pause. Das merkst du auch. Er überdreht auch. Er macht auch viele Dinge, dass er dann vorne antreiben will, weil er merkt, da gelingt ja gar nichts. Verdribbelt sich und leitet dann auch gegnerisch an. Das ist ja sicherlich, also davon gehe ich einfach mal aus, nicht der Plan von Dortmund, dass du im Mittelfeld über einen langen Zeitraum auf einen 18-Jährigen angewiesen bist. Das ist das Problem, ja. Das darf ja nicht sein. Genau. Dass der
seine Pausen braucht, seine Erfahrung sammeln muss, dass du ihn vielleicht auch, um ihn zu schützen, mal rausnimmst und sagst, okay, ich stelle dich nicht von Anfang an, sondern ich wechsle dich vielleicht erst in der 60. oder 70. Mal ein bei manchen Spielen. Ja, und wenn er spielt, und wenn er spielt, müsste der Kader eigentlich, und jetzt ist das nächste Punkt, Spielintelligenz, ist nämlich gar nicht, das ist minus 1000, also ein Punkt noch weniger als zum Beispiel, keine Ahnung, Hertha, da müsste einer so schlau sein und sagen, okay, ich spiele jetzt schon ein paar Jahre Fußball. Der Jude, der geht jetzt gerade kopflos nach vorne, weil er merkt, vorne läuft's nicht, der will das jetzt antreiben. Die Gefahr ist da, dass er da gleich in dem Bereich den Ball verliert. Und jetzt gucke ich mal, wo ich da schon mal irgendwie einen Raum dicht machen kann. Passiert ja gar nichts. Ne, die sind ja alle so dumm im Kopf, dass die dann sagen, der rennt nach vorne, lauf ich auch nach vorne, ole, ole. So, und da kommen wir wieder, die Abwehr ist so viel zu. Nein, alles, was dazwischen ist, alles, was vorne ist, die verkacken die Bälle und sind nicht intelligent genug, irgendwie, wenn der nach vorne geht, dann decke ich mal seinen Raum jetzt mit ab, da muss ich nicht auch noch nach vorne laufen und so weiter. Das kriegen die alle nicht hin. Spielintelligenz ist da überhaupt nicht gegeben. Aber ist egal. Ich bin fertig. Gut. Ja. Trotzdem? Nicht mit diesem Verein, aber. Trotzdem sind sie Tabellenzweiter und werden bis zum Ende, wenn am Ende der Saison dort sein. Davon gehe ich aus. Ja. Der Kader ist nicht rosetauglich, ist ja trotzdem qualitativ schon noch gut. Ja, aber in ja, klar, verschiedenen Bereichen. Du hast dann einen, ich sag mal, du hast einen, wo du sagst irgendwie, oh, der passt zu einem Pressing-System. Dann hast du einen, wo du sagst, oh, der passt zu einem Ball-Haltesystem. Dann hast du einen, wo du sagst, oh, der, du hast alles so gemischt mascht. Und dann hast du Nico Schulz. Dann hast du einen, der Speed hat, dann hast du Nico Schulz. Möchte jetzt auch nicht zu viel auf Schulz rumhacken. Du hast alles irgendwie, die Stärken gehen viel zu weit irgendwie in verschiedene Richtungen und zu wenige in die Stärken, die der Trainer hat. Aber ist egal. Ich bin fertig. Der Tonne wollte nur was sagen. Nee, ich warte auf die Bayern. Und Standard können wir auch nicht. Jepp. Du hast, glaube ich, auch schon was gesagt. Keiner mehr? Wirklich nicht, ne? Nein, können wir nicht. Oder? Nein, wir können gar nichts. Das meine ich ernst. Ja, es ich ist meine, ich habe wirklich nichts. Denke, stimmt. Ja. Eigentlich musst du mit diesem Kader einen Favre reinstellen und sagen, okay, jetzt wieder defensiv dicht und mach das Spiel langweilig. Das wäre das Stärkste, was du mit diesem Kader rausholst. Und Jaden fehlt. Der, glaube ich, auch nicht glücklich ist gerade. Nein, aber gut. War mit Ansage. How to destroy a career. Wenn ihr meint, macht es doch. Bayern! Abschließend. Ja. Tonno, du wartest. Die Bayern, großartig wie eh und je, fehlerlos. Ich meine, wir in München sagen warte ja auch mal, immer, der Blitz kommt noch. Wert verspringt nur so hoch, wie es muss. Okay, ich glaube, er meint es ernst. Und ich meine, Champions League gewinnen wir ja auch noch. Oh, okay, er meint es vielleicht nicht ernst. Triple! Nein, Bayern, ganz ehrlich, teilweise desolate Auftritte. Irgendwie hoffe ich inständig, dass Lewandowski jetzt ernst macht und abhaut. Dann will ich mal sehen, wo die Bayern dann landen. Also es ist beschämend, dass Bayern trotz dieser Saison da steht, wo sie stehen. Also sie hätten ruhig auch ein, zwei Plätze tiefer stehen können. Meine Meinung. Ja. Man merkt auch, dass der Kader halt wieder extremst nicht ausgeglichen ist für das, was sie eigentlich leisten sollten in den drei Wettbewerben. Oh, verletzungsbedingt hat der Kader das aber eigentlich ganz gut abgefedert. Also aber wenn jetzt die Verletzungsanfälligkeit von Dortmund-Spielern auf die Bayern-Spieler, dann hätten die viele Spiele gar nicht bestreiten können. Hätten Spieler gehabt. Das wäre schon. Also das ging eigentlich. Also, ist doch ganz gut, wenn du professionelle Fußballer im Kader hast. Das haben sie. Und nicht so pizzafressende Schoki. Wobei aber ich persönlich hoffe inständig, dass Lewandowski jetzt abhaut, sich noch einmal irgendwo einen dicken Vertrag schnappt und dann mal schauen, was die Bayern machen. Tja, der Puffy sagte jetzt, dass da einiges auseinanderbrechen könnte. Ja, es ist so. Also die Saison, dass Bayern diese Saison Meister wird, ist okay. Haben sie auch verdient. In einer schwachen Liga waren sie die stärkste Mannschaft, obwohl sie diese grausamen Spiele haben. Aber bei Bayern ist halt eine Menge andere im Argen, glaube ich gerade. Ich denke, mit dem Wechsel, der dort in der Führungsspitze passiert ist, so in den letzten 2-3 Jahren, hat er was Einzug gehalten, was, glaube ich, gefährlich für die Bayern ist. Also war immer in der Vergangenheit so, dass die Bayern immer Top-Spieler hatten,
die auch viel Geld verdient haben im Verhältnis zu den meisten Vereinen in der Bundesliga, aber dann halt so eine Hierarchie, dass du halt oben so 3, 4 Top-Spieler hast, die richtig gut bezahlt wurden und nach unten hin wurde es dann breiter und da haben sie weniger bezahlt. Und dann hat man sich Hernandez geholt. Zum Beispiel. Und dann aber in den letzten Jahren, glaube ich, einfach diese Top-Spieler, wo man richtig viel Geld bezahlt, gehaltstechnisch, die haben Überhand genommen bei Bayern und ich glaube, dieses besagte Festgeldkonto ist nicht mehr existent bei Bayern. Für mich ist Hernandez... Bayern, die Breite, die verdienen dann auch ihre 10, 12, 15 Millionen. Das ist das Problem. Nee, das Problem ist, dieses Modell, das hat Bayern über Jahre durchgezogen. Mit Hoeneß und mit man kann ja von ihm halten, was man möchte, und von Rummenigge, die haben darauf geachtet. Und die haben dann auch mal zu dem damaligen Zeitpunkt traurige Entscheidungen getroffen. Man hat halt Ballack nicht gehalten, weil er mehr wollte und so weiter. Man hat sich nicht erpressen lassen. Und das ist bei Bayern aber in den letzten 3 Jahren passiert. Mittlerweile hat man Spieler, die richtig gut sind, die auch, wie gesagt, Lewandowski, sein Geld, das er verdient, ist berechtigt, auch ein Neuer und so weiter. Aber man hat auch Spieler, wo ich sage, die verdienen 20 Millionen, die das Gehaltsgefühl kaputt machen. Zum Beispiel ein Sané, ein Hernandez und so weiter. Und dann kommen natürlich jetzt die sagen, guck mal, die verdienen alle so viel. Wie jetzt der Gnabry, der sagt, ich will auch meine 18 Millionen haben. Mhm. Ein Kimmich kriegt auch 20 Millionen. Ich glaube einfach, das Gehaltsbudget unter Kahn und unter Salihamidzic ist so dermaßen in den letzten 2, 3 Jahren kaputt gegangen. Natürlich auch bedingt dadurch, dass es ja Vereine in Europa gibt, für die Corona keine Rolle spielt, die einfach Geld immer haben. Oder notfalls springt der Staat ein, so wie jetzt beim FC Barcelona. Balti. Ja, und ich glaube, bei Bayern ist eine Menge kaputt. Und Lewandowski zum Beispiel, Lewandowski ist ein Söldner. Söldner ist negativ behaftet, aber bei Söldner muss man differenzieren. Und zwar, Lewandowski ist ein Profi und ein Söldner ist ein Profi. Lewandowski ist ein Söldner, der aber auch abliefert. Lewandowski lebt wie ein Profisportler. Der möchte dafür auch bezahlt werden. Der hat emotional, ich glaube, zu Bayern München keine Verbindung. Ne, ist richtig. Ich glaube, wie du schon gerade angemerkt hast, ich glaube nicht, dass Neuer, Lewandowski oder Müller das Problem ist. Nein, das Problem... Genau, das Problem ist ein Gnabry, ist Sané, ist... Nee, ich glaube auch nicht, dass ein Gnabry das Problem ist. Ich mache mich ja lustig über ihn, aber ja. Ich sage... Entschuldigung, Gnabry möchte genauso viel verdienen wie Herr Kimmich. Ja, Gnabry möchte auf jeden Fall ähnlich viel verdienen wie, ich sag nochmal, Hernandez ist für mich Einstein. Ja, ich weiß nicht, was Tolisso verdient, wird aber auch so eine Nummer sein. Genau. Und das sind die anderen messen. Die unter normalen Umständen wahrscheinlich in dieser alten Hierarchie irgendwo in der Mitte gewesen wären, die jetzt, keine Ahnung, vielleicht 10 oder 10, 12 Millionen um den Dreh, vielleicht 12, aber die bei Bayern jetzt auf einmal 16 und 17 fahren. Ja, und da wollen natürlich, da will so ein Serge, der sagt jetzt, naja, ich habe ja auch meine Tore im Vorlager. Das ist übrigens auch der Grund, warum man seit 2 Jahren keinen Rechtsverteidiger kriegt, weil man das Geld nicht hat. Man hat versucht, dann clevere Lösungen zu finden mit dem komischen, den man aus Frankreich da geholt hat, der halt gar nicht funktioniert. Ne? Dann hat man da Pavard rausgeschoben. Pavard hat man relativ günstig gekriegt. Pavard will aber jetzt auch den nächsten dicken Vertrag haben. Süle hat man nicht wertgeschätzt, muss man ehrlich so sagen. Ist dieses Wort, was vorhin schon mal fiel. Der hat die Wertschätzung vom Verein nicht erfahren. Nagelsmann hat ein anderes Verhältnis zu Süle. Nagelsmann ist, von dem hat er die gekriegt. Nagelsmann kennt ihn ja auch schon. Aber der Verein war der Meinung, nee, wir bezahlen ihn nicht. Wir bezahlen lieber zum Beispiel Aubameyang verdient nicht so viel. In der Geldhierarchie ist er relativ weit unten. Aber wir bezahlen lieber einen Hernandez, weil man will sich den Fehler zum Beispiel bei Hernandez nicht eingestehen, dass man sowohl beim Gehalt als auch bei der Ablöse komplett überzahlt hat, den Mann. Ja. Und das ist bei Bayern richtig im Arsch. Und ich habe auch das Gefühl, es ist ja belegt, dass das Verhältnis von Herrn Salihamidzic zu einem Großteil der Spieler im Bayern-Kader nicht das Beste ist. Ne? Verstehe ich. Das ist einfach so. Ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der hat Gnabry zusammengefaltet und so weiter. Ich muss auch ehrlich sagen, der Mann ist ein Hampelmann. Er ist natürlich kaufmännisch sein Vorgehen, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, natürlich auch hanebüchen. Also, wie kann man denn auf die Idee kommen, zu sagen, ich möchte den Spieler und der ist top und super und ist der Beste der Welt und geht dann, nachdem man das 3 Wochen lang erzählt hat, zu dem Verein hin und sagt, okay, jetzt verhandeln wir über das Geld. Na logisch, will ich dann Unmengen Geld für den Spieler.
wo der schon 3 Monate lang oder 3 Wochen lang propagiert wurde, dass die ihn sowieso haben wollen. Da rufe ich Summen auf, hat's nur Deutsch zum Beispiel. Ja? Auch sein Scouting-Netzwerk, das angeblich so gut sein soll. Aber was hat er dann gemacht, seitdem er da ist? Der einzige Spieler, wo man vielleicht drüber nachdenken kann, dass er den irgendwie hingekriegt hat, geformt hat zu einem relativ günstigen Preis bei Davis. Alles andere, was er eingekauft hat, hat er zu teuer eingekauft. Was mit Musiala? Musiala hat er nicht eingekauft in dem Sinne. Naja. Also so richtig nicht. Ah. Ja. Das ist einfach so. Und ich glaube bei Bayern hat dieses Festgeldkonto nicht mehr und Bayern kann nicht mithalten. Und dieser Kader bricht auseinander. Lewandowski wird gehen, weil Lewandowski, was will er mit Bayern noch? Er ist auf 7-8 Mal Meister geworden, er hat die Champions League gewonnen. Der ist durch. Er sagt, ich will vielleicht nochmal was anderes machen, nochmal gut Geld verdienen, weil das bin ich wert. Und darum ist Barcelona für ihn ein realistisches Ziel. Ich an Bayerns Stelle würde ihn sogar verkaufen nach Barcelona, wenn Barcelona Geld zahlen kann. Das weiß ich halt nicht. Ja, und dann, 30 Millionen für Lewandowski noch bezahlen. Und dann jetzt der Bogen Erling Haaland dann als Ersatz, weil Jepp da hat das ja gesagt. Das Geld hast du gar nicht. Sehe ich auch nicht. Weil das Geld hast du nicht. Du musst versuchen, kreativ zu sein und irgendwie Lösungen zu finden, aber ich traue das halt dem Hassan nicht zu. Also sie haben auch schon eine Lösung für einen Abgang. Ich traue es halt leider auch Oliver Kahn nicht zu. Ich habe in eine Menge, ich habe gedacht, er kann es, weil er so ein bisschen seine Mentalität, die er als Spieler hatte, so wie er auch rüberkam als Experte und hat sich auch weitergebildet, darf man nicht vergessen, der wirklich studiert und hat auch eigene Firmen. Und ich dachte, er könnte passen. Ich muss mittlerweile sagen, ich glaube, Oliver Kahn passt nicht in die Position, die er bei Bayern hat. Aber die Lösung ist doch jetzt, dass man bei Bayern kommuniziert hat, dass man in Zukunft vermehrt auf Talente gehen will. Ja gut, weil man dazu gezwungen war, gar keine Natürlich. Möglichkeit. Natürlich, aber genau diesen Einschnitt brauchst du. Es gibt andere Vereine, die tingeln dann wirklich jetzt noch 1, 2, 3 Jahre mit diesem Ist-Zustand ja, rum. Wenn man es konsequent durchziehen kann, ist es okay, aber man muss sich dann aber davon verabschieden. Die nächsten 10 Jahre Meister zu werden. Davon musst du dich verabschieden. Ja. Du wirst vielleicht immer noch 3, 4 Mal Meister, aber halt nicht so durchgängig. Und wovon du dich verabschieden musst, ist definitiv international, spielst du ja, in absehbarer Zeit keine Rolle mehr. Ja. Also Champions League. Außer du setzt da wirklich irgendwie mit 4, 5... Talenten direkt irgendwie 2, 3 Treffer. Ne? Ja, plus das, was du eh noch hast. Du wirst ja ein Neuer, wahrscheinlich zum Karriereende durch. Umbruch ist ja auch, wie gesagt, du musst ja irgendwie dich schon mit Neuer beschäftigen. Okay, ein Torwart kann tendenziell immer länger als Feldspieler und wenn du eine gewisse Professionalität bei Torhütern hast, dann kannst du den vielleicht schon noch 3, 4 Jahre mitnehmen. Aber Müller, Lewandowski, das sind ja die tragenden Säulen, die du gerade hast. Die sind demnächst irgendwann weg. Also Lewandowski wahrscheinlich schon Ende der Saison. Müsste noch einen Kimmich haben, der auch noch eine tragende Säule ist. Ja, aber es und drumherum. Nicht mehr so diese stabile Achse, die du mal hattest. Naja, gut. Ja. Wird aber wieder. Also, ich glaube bei Bayern. Du hast einen Goretzka, der auch bodenständig ist und arbeitet. Der ist bodenständig, korrekt. Du verlierst einen Sühle und das finde ich krass. Da musst du dich Gedanken machen, wer dein Innenverteidiger ist. Also mit der Konstellation, die du hast, kannst du ja nicht reingehen. Also du musst zumindest entweder einen Rechtsverteidiger holen, dass du Pavard nach innen schiebst. Und selbst das ist zu wenig. Eigentlich musst du einen Rechtsverteidiger und einen Innenverteidiger holen. Ja, und natürlich kam dann als dieser Süle-Transfer, nicht Transfer, sondern Wechsel, der mich sehr überrascht hat. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich glaube, der hat ganz Deutschland überrascht. Ja. Damit hat keiner gerechnet. Und ab diesem Moment war Süle von jedem halt wirklich, macht ja nichts, weil der ist ja eh eine Pfeife und blablabla. Ist der Notenbeste. Ist übrigens generell eine Taktik von Bayern, wenn jemand von Bayern abhaut, wird immer nachgetreten. Muss man ehrlich sagen. Machen wir auch nicht. Aber Alaba nach. Alaba steht übrigens im Halbfinale der Champions League. Ja, genau. Aber ich meine, Bayern tritt da immer nach. Machen wir aber auch eigentlich. Jedes Spiel 90 Minuten, also. Er ist ja Stammspieler, wenn er nicht irgendwie angeschlagen ist. Notentechnisch, glaube ich, bester Innenverteidiger in Bayern. Also das wird ihm wehtun. Wertschätzung ist bei Süle tatsächlich natürlich Geld. Es ist, wenn die Wertschätzung sagen, ist es immer Geld. Aber bei ihm ist es auch wirklich Wertschätzung gewesen. Es gab nämlich einige Situationen, wo er dann auch verletzt irgendwie, war das nicht Champions-League-Finale damals, verletzt rein musste und da auch dann sein. Und das wurde ihm anscheinend intern irgendwie nie, man hat über andere Spieler natürlich dann geredet und die gelobhudelt und er dachte sich dann einfach irgendwie, okay. Also Wechsel hat mich komplett überrascht, aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, er wird ein bisschen Schokolade weglassen. Mhm. Kann aber was werden. Das wird dem Bayern auch wehtun. Und im Endeffekt kann es passieren, dass er früher, später, ich weiß nicht, was so ein Kingsley Coman, ich kenne die Vertragssituation noch nicht. Der hat unterschrieben, auch für fast 20.
Boah. Ja, das ist ja. Die gehalten. Was ist mit diesem Rocker? Hat der überhaupt eine Rolle da großartig gespielt? Der hat sogar mal eine Rolle Ja, gespielt, der hat aber. zwischendurch mal eine Rolle gespielt, wo sie die verletzen. Da war er auch gar nicht so schlecht. In Kombination mit wem hat er dann gespielt? War sogar okay, aber was natürlich bei Rocker definitiv so ist, er hat sich halt nicht weiterentwickelt, seitdem er zu Bayern kam. Also er hat immer noch diese Passstärke, die halt anscheinend Spanier im zentralen Mittelfeld immer haben. Aber was ihm halt so ein bisschen abgeht, ist Zweikampfführung, Tempo und Härte. Hat er halt gar nicht. Also wenn du ihm Zeit lässt, dann spielt er dir die Bälle wunderbar, sieht schön aus. Aber so diese Dynamik geht ihm halt komplett ab. Ponzo Davis. Ja gut, der kommt aus der Verletzung, ne? Und Ja, gut. er hat halt eine Verletzung, ist halt so, die Aber gerade auch Spieler. davor. Ja, aber gerade Spieler, die über Athletik kommen, und das macht ja Davis, ist diese Verletzung natürlich so das Schlechteste, was man machen kann, weil. Ja, Davis war ja Was? Corona und dann irgendwie Herz, oder? Genau. Aber was war denn der Vorteil von, oder was war denn der große Plus von Alphonso Davis? Der ist technisch okay, aber er hat Speed. immer schon grandios schlechtes Stellungsspiel gehabt. Aber er hat durch sein Tempo vieles wettmachen können. Momentan ist er halt nicht mehr so schnell vom Gefühl her. Für mich. Er wirkt nicht so agil. Finde ich. Und darum sind halt Fehler, die er macht, führen halt schneller zu Gegentoren. Beispiel gestern. Vor 1,5 Jahren hätte er den noch gekriegt. Glaube ich. Papi redet über das Champions League aus. Genau. Ich sehe halt, wenn ich an dieses Spiel gestern denke und dieser Moment, wo auf einmal dieses Tor fällt, ja, Bayern war schon stärker, aber Ja, klar war halt das nicht stärker. zwingend stark wie in vergangenen Jahren. Nein. Und dann fällt wirklich dieses Ding und ich habe instant das Gesicht von Hasan vor Augen am Bei der Tag der Auslosung. Auslosung, ja. Ja, Wo beste. ich mir denke, hier, in your face. Naja, also man muss ja auch, wenn man jetzt den Fußball ein bisschen beobachtet, über die letzten Jahre. Ja, sie sind nominell wahrscheinlich vom Namen her, was alle sagen würden, der einfachste Gegner. Aber man muss natürlich auch gucken, was ist denn Villarreal? Die haben letztes Jahr die Euroleague gewonnen. Die haben einen Trainer da draußen, der hat wie oft viermal, fünfmal die Euroleague gewonnen. Gegen den ist es immer schwer zu spielen. Der hat halt leider hat er diesen Karriereknick Mit gehabt, Arsenal. wo er bei Arsenal und bei Paris war. Da wurde er so ein bisschen abgestempelt, der kann nichts. Nein, das ist einer der taktisch besten Trainer in Europa. Das muss man einfach wissen. Richtig? Und so hat er gespielt. Er hat mit den Mitteln, die Villarreal hat. Villarreal kann nicht anders gegen Bayern oder gegen Man City. So musst du spielen, um eine Chance zu haben. Du kannst da nicht powern. Klar wurde dann vorgeworfen, jetzt haben die sich da hingelegt, die von Villarreal, nach 10 Minuten immer bei jedem Foul. Na Branchen und? Na und? Naja, Das ist halt so. jeder andere Spieler, der nicht Lewandowski heißt, wäre auch runtergeflogen nach seinem zweiten Durchziehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, ich fand's Gut. taktisch hat's Villarreal super gemacht und Bayern hat halt Jetzt sich überschätzt. ist Puffy Sendepause. Die anderen machen jetzt auch nochmal. Wir sind nämlich jetzt schon weit drüber. Was habt ihr zu Bayern noch zu sagen? Der Puffy hat, glaube ich, schon einiges gesagt. Okay, gar nichts. Puffy, du darfst weitermachen. Nein, ernsthaft. Bolti. Was soll man zu Bayern groß sagen? Also sie Ja, vielleicht werden. sagst du nochmal zum Trainer was. Ja, Nagelsmann. Ja. Okay, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Den hast du noch gar nicht erwähnt. Wolltest aber sagen, dass er zeigt gerade auch, dass er streng limitiert ist. Streng limitiert nicht, aber natürlich gibt es eine Wird Tendenz. sich Und mein schwer. letzter Saison bei Leipzig war der ähnlich, oder? Wo er mal so richtig abgeschissen hat, teilweise. Zum Ende hin. Body. Tut sich schwer, weil aus mehreren Gründen, weil der Kader gut ist, aber so wie er spielen will, nicht gut genug. Also anders gesagt, so wie er Fußball spielen will, kommt das im Kader nicht an. Und Gibt einige, die stänkern, ne? das führt halt zu Konflikten, ob es ein Lewandowski war, ob es ein Müller war, also die üblichen halt, ne? Die haben halt gestänkert und dann ist Nagelsmann von seiner Taktik weggegangen und lässt jetzt, ich würde sagen, er macht das so, wie es Ancelotti vor seiner Bayernzeit immer gemacht hat, der managt halt nur den Kader so, ne? Dass irgendwie alle halbwegs mehr oder weniger zufrieden sind, dass einige halt spielen Reicht, um Meister zu werden. um halt den Titel zu holen, genau. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Also vom Trainer her hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, ja. Aber ja, keine Ahnung. Es wirkt halt so ein bisschen für mich, dass sich die Bayern aktuell, das hat der Puffy in seiner Rede auch ein bisschen
auch hervorgehoben, aktuell komplett selbst zerfleischen. Ja, da geht noch mehr. Da wird auch noch mehr kommen. Also ich glaube, wenn du den besten Innenverteidiger, den du hast, verlierst im Kader, weil er sich nicht wertgeschätzt fühlt vom Verein, das ist, glaube ich, ein Zeichen. Upamecano ist bislang ein absoluter Flop. Der spielt eine katastrophal schlechte Saison. Für das, was man kennt und für das, was man erwartet hat. Und keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie sie den Abgang von Süle auffangen wollen. Also weder Pavard noch Tanguy Ndiaye noch Upamecano haben die Qualitäten von Süle, meiner Meinung nach. Ginter hast du doch gesagt. Ja, aber... Rüdiger. Zu teuer. Rüdiger, da gehst du dann auch auf die 20 Millionen zu. Schlotterbeck. Ist Rüdiger nicht ablösefrei? Ja, aber Gehalt. Ach so, hallo? Ja, haben Probleme. Also, aber es ist ein gewachsenes Problem. Ne? Ja, irgendjemand hatte gesagt, hier Kahn und Salihamidzic. Ich glaube, die Grundsteine wurden schon ein bisschen früher auch gelegt. Ja, definitiv. Also es kommt dann, dass wir jetzt häufiger auch in unseren Analysen gesagt haben, dass der Kader von Bayern seine Probleme hat, ist ja nichts Neues. Und dass Spieler wie ein Sané oder ein Gnabry aus meiner Sicht massiv overhyped sind, ist auch nichts Neues. Also ein Sané, weiß ich nicht, der gibt mir halt nichts. Überhaupt nicht. Nicht selten, wenn Sané den Ball hat, hörst du Raunen im Stadion. Ja, ja. Immer noch, auch heute. Ja, ja. Und die letzten Transfers, die Bayern gemacht haben, haben halt nicht gezogen. Weder ein Richard, noch ein Bounassar, noch ein Upamecano, Lucas Hernandez, keine Ahnung, 80 Millionen gekostet, ist mehr verletzt, als dass er spielt. Das gleiche könntest du über Coman sagen, wobei, wenn der fit ist, dann spielt er eigentlich recht. Junge, definitiv. Aber... Musiala könnte auch. Du kannst einfach nur die Hoffnung haben, dass du mit Kimmich, Musiala, Neuer im Tor und Müller als Gruppenclown, und da musst du irgendwas aufbauen jetzt, oder? Ja, klar. Also das muss eigentlich dein Stamm sein. Und Goretzka, Entschuldigung. Ja, das muss eigentlich dein, wie nennt man das, deine Raute? Nee. Ist aber Rückgrat. Rückgrat irgendwie so werden, ja. Ist aber ein Luxusrückgrat. Da haben andere Vereine ganz andere Probleme. Tonno! Ja. Ach nee, du hast schon, ne? Soll ich noch mehr zu Bayern sagen? Ja, Jeff. Sie sind? Jeff ist eingeschlafen. Wie großartig die Bayern sind. Naja, ich sag's immer wieder, ich halte von Nagelsmann nicht wirklich viel als Trainer. Und du brauchst halt beim Bayern jemanden, der sie bespaßen kann. Und wenn du einen Trainer findest, der sie bespaßen kann und auf den sie hören würden, dann könntest du da auch noch mehr erwarten. Aber wie die Liga aktuell ist, die werden halt wieder Meister. Es ist nur zu hoffen, dass es auseinanderbrechen ist, dass wieder irgendwie ein bisschen spannender wird. Aber so ist es, ehrlich gesagt, die Liga sehr langweilig. Also im Prinzip, Bayern hat jetzt 10. oder 11. Mal in Folge die Meisterschaft. 10 wären es. Ich glaube aber, die Generation bespaßen fällt weg. Und ich glaube, du musst dich auch von der Generation bespaßen trennen. Ich würde Lewandowski abgeben. Ja, trotzdem, Spieler, die zumindest Nationalspieler sind. Nein, es geht nicht um Nationalspieler, es geht wirklich um die da wirklich jetzt schon seit Jahren ihre Leistung abreißen. Ich würde, Lewandowski würde ich mich trennen, ich würde mich auch von Müller trennen, aber ich wüsste nicht, wie das klappen soll. Also bei Lewandowski schon, bei Müller weiß ich auch nicht, wie es gehen soll, aber ja. Klar. Dann würde ich mit Neuer, Kimmich, Goretzka, Fonzie Davis, Musiala, Coman, mit denen, das wäre so das, wo ich sage, okay. Choupo-Moting. Ja, genau. Da, ne, die von mir genannten Spieler, nicht von Bolti, die würde ich so nehmen und kannst du was mitmachen. Das ist ja nicht so, als wären wir hier bei armen Leuten. Und dann würde ich wirklich sagen, das Problem ist nur, was auch gewachsen ist mit all den Jahren, ist, dass du meiner Ansicht nach nicht das Scouting-Netzwerk hast, wie du es zum Beispiel in Leipzig hast oder im RB-Konzern hast, wie du es in Leverkusen hast, wie du es vielleicht auch in Dortmund hast, wie du es bei Vereinen, die schon die ganze Zeit darauf aus sind, da unterwegs zu sein. Einige haben sich auf ein paar Länder fokussiert und so weiter. Das ist bei Bayern, glaube ich, noch nicht so. Und da müsste man jetzt auch vielleicht umstrukturieren oder nochmal reinbuttern und das aufbauen, damit da wirklich Früchte, die haben auch in der Vergangenheit auch Talente geholt, aber halt nicht in, weil sie nicht drauf angewiesen waren. Ne? Da müsstest du, wenn du diesen Umbruch machst, müsstest du da auch ein bisschen was reinbuttern. Und dann musst du ja sagen, wie viele der Talente, die sie geholt haben, haben dann gezündet im Vergleich zu anderen Mannschaften. Ja, wie viele Talenten, die ich da geholt habe, habe ich auch wirklich die Chance gegeben über mehrere Spiele. Ist schwierig bei Bayern. Aber ich finde, eigentlich müsstest du jetzt wirklich cutten. Jetzt ist die Frage, was sie machen.
ziehen sie das jetzt so durch? Gehen sie jetzt bei Lewandowski doch nochmal ein bisschen all in und sagen, nö, 2-3 Jahre wird er hier bei uns noch spielen, Müller auch. Das wäre fatal. Ja, weil dann musst du dir was einfallen lassen mit all den zweite Reihe Spielern, die ordentlich Geld verdienen und noch mehr Geld verdienen wollen. Choupo-Moting. Ach, der ist, glaube ich, der spielt für Peanuts, für Bayern-Vergleiche. Ein Bayern-Verhältnis, der wird zwar auch noch irgendwie 5, 6, 7 Millionen wahrscheinlich verdienen. Oh, weiß aber... ich nicht mal, ob er so viel, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er so viel verdient. Ich denke, war so bei 3, 4 vielleicht. Ja, aber das Problem ist halt für die Bayern, die bräuchten Ersatz, wenn du halt irgendwie einen Müller, den hättest du mal loswerden können, wo er sich da halt verzofft hat mit den Bayern, wo er mal zwischenzeitlich auf dem Abstellgleis war, dann hättest du ihn loswerden können. Mittlerweile kannst du nicht mehr loswerden. Lewandowski, ja, kannst du machen, aber dann fehlt dir halt ein Stürmer und da musst du irgendwie einen Stürmer irgendwie herholen. Ja, gibt es einige. Ja, Timo Werner. Na ja, gut, wenn du, ich bin auch der Meinung, man muss Lewandowski jetzt verkaufen, ich würde es machen. Dass du natürlich dann nicht 1:1 jemanden holen kannst, das ist ja klar. Das ist logisch, aber du gibt schon Stürmer, die du dir holen kannst, die passen können, eine Garantie. Ja, die auch bei Bayern treffen würden, weil es einfach immer noch ein starker Kader ist. Ja. Da mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen. Also es wird ein bisschen rumpeliger. Ja, können auch schick nehmen, ist mir scheißegal. Das Problem ist nur, eigentlich musst du die Strukturen im Kader jetzt aufbrechen und die meinen, sie haben mehr zu sagen, weil sie ja schon so lange dabei sind als der Trainer oder keine Ahnung, die musst du irgendwie, ja. Und das ist nicht meine Aufgabe zum Glück. Beim FM schwierig. In Wirklichkeit. Na gut, beim FM helfen dir immer noch die Araber und die Chinesen. Manchmal, ja. Bei den alten Säcken, die so viel Geld wollen. Ja. So. Ich kriege keine Überleitung zu Ostermontag. Alte Säcke, Geld wollen, keine Ahnung. Alte Säcke haben... Eier. Wir brauchen Eier. Ich bin durch. Eier. Was ist das für eine Überleitung? Keine. Aber ist egal. Hat keiner gemerkt, bis du es gesagt hast. Ja, das muss ich davor heben. Ja, Easter Special durch. Hat Spaß gemacht. Ich hätte jetzt noch 3 Stunden weiter quatschen können. Bei einigen war es ein bisschen knapper. Bei einigen war es zu viel aus meiner Sicht. Vereine jetzt, ne? Und oben wurde dann halt wieder mehr gequatscht. Aber ist ja auch richtungsweisend. Und das ist die Gefahr, wenn bei Bayern jetzt wirklich das so einbricht, wie wir das erwarten nicht, vermuten nicht, aber die Gefahr besteht. So wie es von draußen halt aktuell aussieht. Ja, dass genau. Dann diese Pest aus Leipzig, dieser Brauseverein, wirklich davon profitieren kann. Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird Leipzig mindestens 2-mal Meister werden. Ich würde widersprechen. Ich möchte nochmal erwähnen, besonders hervorheben möchte, wie sinnvoll heute Fabis Beitrag war. Ja, so gut hat er mir selten gefallen. Naja, Leipzig würde nicht 2-mal Meister werden, wenn irgendwie er ein Spielzeug in England bekommt. Okay, aber das habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht gehört, dass da irgendwas... Ja, es sind ja noch 10 Jahre hin, also wenn er irgendwie in 2-3 Jahren da irgendwie einen englischen Club findet, den er kaufen kann, Chelsea soll zu haben Leipzig sein, ne? Das gleiche wie Salzburg für Leipzig jetzt, also dann ist das hier ein Ausbildungsverein und dann werden sie halt nicht die Liga irgendwie gewinnen, weil Salzburg gewinnt zwar immer noch regelmäßig die österreichische Liga, aber da ist noch ein Unterschied zur deutschen Liga. Ja, ist Chelsea nicht zu haben? Ja, aber wenn Red Bull wirklich Interesse gehabt hätte, jetzt vor Newcastle zu haben, ist es Chelsea zu haben und man hört halt gar nichts. Ich glaube, das ist nicht auf deren Agenda. Also nicht mehr. Es war aber mal. Sie waren da es war mal, ja. Drauf, das sagte ich ja nicht mehr. Wir lassen uns überraschen. Ihr da draußen genießt noch euren freien Ostermontag, den Rest und den Abschluss der Saison. Man hört sich vielleicht auch nicht. Ja, man hört sich garantiert, glaube ich. Außer. Ja, spätestens zur WM in Katar. Ja, genau. Das ist... Wir machen den sogenannten Katar-Talk. Oh, bitte. Jeden Tag. Ich würde mich bereit erklären, wenn die Achtung, Supporter mich Vorsicht. Finanzieren, live aus Katar zu berichten. Wenn man würde mich bereit erklären. Ja, kannst du auch direkt ein paar Mitarbeiter mitbringen. Meinst Flug und Logis, oder was? Stimmt, die sollen ja so günstig sein. Und ja. Lege auf Arbeitsschutz gehen Wert. Ja, absolut nicht, die kennen das nicht. Ja, den kannst du jeden Scheißvertrag andrehen. Also, aber du hast mir erzählt, die Inder sind diese Dolle. Die Inder? Also, viele Inder halt gehört. Ich habe ein paar Kollegen, die tatsächlich sagen, hier Bekannte von denen arbeiten da in Katar. Aber ob die dann irgendwie da unter die Sklavenarbeiter fallen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da so rangeschafft wird. Aus Ägypten vielleicht, die kennen sich damit aus.
Alles. Ich glaube, da wird alles rangeschafft, was nur geht. Nein, das ist eine saubere WM. Total. Und es wird die beste aller Zeiten, hat Herr Infantino gesagt. Ja. Oh, dann schalte ich. Wahrscheinlich, ja. Dann schalte ich jetzt schon ein. In dem Sinne da draußen, hier wird es nur noch Unsinn geredet. Ich rede da jetzt einfach Nein aus. ja, Ende. Kein Katar-Scheiß, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Macht's gut da draußen. Ciao, ja. Kakao. Tschüss. Ja.